Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in einer normal temperierten Umgebung in 7 Days to Die. Und bei mir zu Hause mittlerweile auch. Da ist ein Cowboy, ist das, glaube ich. Dann kriege ich den. Nein, den kriege ich nicht. Ich versuche es noch einmal. Das war voll daneben. Ja, jetzt ist er eh weg. Damit ist mir das wurscht. Ach, das wäre der 6500. Zombie gewesen. Ey. Schade drum. Ich habe die Taschen voll, ne? Ja, habe ich. Ich wollte mich auf den Rückweg begeben. Ja, wollte ich. Ich weiß, dass ich das wollte. Da hatte ich, glaube ich, nichts mehr drin. Nee, hatte ich nicht. Tränk habe ich hier noch drin. Habe ich leere Gläser, Mann? Ja, dummerweise habe ich das. Was bist du? Wieso stehe ich noch nicht? Okay, war ein bisschen laut, gebe ich zu. War auch ein bisschen dumm. Da ist er. 6500 Zombies gekillt. Oh, ist das viel, ist das wenig? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das wollte ich alles hier lassen. Ja, mir wird kalt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, habe ich gesagt. Mal gucken, ob der Hirsche vorne noch rumdümpelt. Ja, da liegt er noch. Das Leder kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Moment, wo ist denn meine Brete da? So. Liegt das Fleisch da hier rum und wir haben wenigstens das Leder eingesackt. Alternativ könnte ich natürlich auch irgendwie irgendwas hier lassen und dann das Fleisch wieder mitnehmen. Dann kann ich unterwegs noch ein paar Hirsche jagen, falls ich... Ja, das würde ich glaube ich auch tun. Falls ich da ein Tier finde. Lasse ich lieber irgendwas hier. Irgendwas. Wahrscheinlich despawnt der Scheiß jetzt gerade. Oh, nö, aber 15 Fleisch? War nicht schlecht, hör mal. Hat sich ja gelohnt. So, da hinten die Richtung. Mein Gott. Sorry. Sorry dafür, aber dann musst du das mal eben raus. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz um die Ecke. Achso, da lebt wieder Müll. Na komm her. Was? Nicht sofort tot, was ist das denn? Ah, hier. Auch nicht. Da ist nichts mehr. Da dachte ich jetzt, da wäre noch irgendwie Messing oder sowas, aber habe ich wohl schon weggemacht. Ich habe mir mal gerade noch kurz ein bisschen Bock hier auf dieses. Auf dieses Biom hier. Und ein bisschen prügeln. Einfach um wieder reinzukommen. Sollte ja machbar sein, denke ich. Okay, ganz safe. Hatte ich schon gemacht. Aber ich glaube, ich hatte den auch wirklich schon gemacht. Ja, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Da war ich auch schon überall drin, ne? Ja, da war ich auch schon überall drin. Aber selbst hier am Müll war ich schon. Ja, okay. Komm. Abflug. Ab nach Hause. Hallo. So, da hinten muss ich lang. Dann fahren wir mal da in diese Richtung. Wie gesagt, unterwegs, Hirsch oder sowas, nehme ich natürlich noch mit. Brauchen wir ja noch für die Quest. Da vorne ist einer. Ich sehe ihn.
So, hier müsste er liegen. Jupp, da ist er. Gut, Knochen und habe ich Knochen eigentlich im Bike? Wäre jetzt doof, ne? Ne, habe ich nicht. Knochen und Fett bleibt halt liegen, aber das Wesentliche nehme ich ja mit. Fleisch und Dingens. Glücksjackpot, oder? Also. Kommt der? Nö. Großwildjäger. Oh, das war jetzt ein schönes Bild, oder? Naja, ein schönes Bild war es nicht. Also mit dem Sonnenaufgang, der Hirsch hebt den Kopf und ich muss natürlich wieder die Ironie. Ach, die Ironie sag ich schon. Oh Leute, ich bin immer noch von der Hitze angeschlagen, auch wenn sie da kühler ist. Das wunderschöne Bild muss ich natürlich wieder zerstören. Das war klar, ne? Aber was willst du machen, ne? Brauchst du halt. Ne? Hatte ich die Challenge eigentlich. Moment. Ich habe doch eine Challenge mitgenommen. Habe ich die schon gehabt? Schon gelesen gehabt? Hatte ich schon den Hirsch gejagt? Ja, doch, hatte ich. Ja, ja. Ich erinnere mich vage dran. Ja, und ja. Müssen wir halt beide scrappen, aber geht halt nicht anders. Hm? Kaninchen? So ein Geier. Oh, dran vorbei. Einiges. Kleber. Ja, könnte man jetzt mit Stoff zu Duct Tape machen, ne? Die Frage ist, was tut mir nicht... Habe ich schon wieder 45 Fleisch... Wo habe ich das denn her, Leute? Nee. Wenn ich da jetzt was reinlege, dann... Das ist doof. Weil in dem Moment, wo ich da was reinlege und wieder aufnehme... Und ich da reingucke, ist das Ding weg. Das lohnt sich nicht. Ne, komm, ab nach Hause. Die Jagd machen wir ein andermal weiter. Ich habe jetzt schon wieder 45 Fleisch als neuen Stack. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel Fleisch kriege. Kann doch gar nicht sein. Kommt echt massig bei rum. Aber. Naja, gehen wir nicht auf Nerven, ist okay. Erstmal nach Hause jetzt hier und den ganzen Taschen leeren. Komm, du bist hier so penetrant. So. Scrappen wir. Lass ich mit mir nicht machen, ey. Ich habe mir sowas gedacht, ne, dass da gleich ein Geier ankommt, aber ich habe nicht gedacht, dass er schon so nah ist. Leute, könnt ihr mal bitte in Ruhe nach Hause fahren? So, das kommt weg. Hat sie hier gehabt, das kommt auch in den... Ja, jetzt eher doof gewesen, hätte ich essen können. Naja, jetzt ist vorbei jetzt. Wir sind ja auch nicht mehr weit weg von zu Hause. So essen können. Leute, ich ist doch gut, dass ich Hunger habe. Dann kann ich doch zu Hause ein bisschen Wellness aufbauen. Ich denke da nie dran, wisst ihr? Ich meine, wenn ich so unterwegs wäre und noch woanders Stadt looten möchte und so, dann macht schon Sinn, wenn ich da ein bisschen was esse oder so. Aber da ich das auf dem Weg nach Hause sind, macht doch keinen Sinn.
Naja. Gut, also ihr seht, die Alpha 17 ist bis heute noch nicht draußen. Also zumindest ist heute Freitag Aufnahmetag bei mir, also gestern für euch. Und ich habe auch nichts weiter gehört. Ich hoffe immer noch das Beste. Mit viel, viel, viel Glück, dass sie vielleicht dann nächstes Wochenende rauskommt. Wenn es dieses Wochenende nicht sein wird. Ja. Mal gucken, ne? Im schlimmsten Fall kommt sie dann zur Gamescom raus. Das wäre sehr blöd. Weil da habe ich dann wirklich gar keine Zeit aufzunehmen. Wobei, die kommt ja für normale Nutzer eh meistens so Montag, Dienstag raus. Das wäre dann wieder nach der Gamescom. Das würde wieder funktionieren. Aber für die Leute, die das etwas eher streamen dürfen, hoppla, wäre das natürlich doof. Und wenn das zu Gamescom-Zeiten rauskommt und die Personen auf der Gamescom sind, ne? Dementsprechend will ich jetzt einfach mal hoffen, dass es vielleicht schon nächste Woche so ein bisschen was rauskommt und dann die Experimental für uns normale User dann auch irgendwann am Start sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir mehrfach neu starten müssen. Deshalb kann ich auch einfach mal sagen, selbst wenn ich 20 Mal sterben sollte oder so, sage ich dann einfach, dass ich die Zombies von Anfang an rennen lasse. Bis ich dann, bis die Stable dann draußen ist und dann können wir uns ja immer noch entscheiden, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir das anfangen und wie wir das anfangen. Ja, jetzt haben wir frei. Zumindest dachte ich mir das so, dass wir es so machen könnten. Na, wie gesagt, man weiß ja nie, wie die Alpha 17 dann so wird. Oh, mein Bild ist fertig. Ja, man weiß nie, wie Alpha 17 so wird und was sie jetzt wieder gedreht haben, wo sie wieder was verändert haben, was sie jetzt welche an Bugs wieder reingepackt haben. Und welche Änderungen so vorher so wunderschön gemacht haben. Jetzt habe ich den ja nicht getroffen. Eigentlich genauso ein Mittelding, wa? Würdest du bitte in meine Richtung kommen? Stell dich nicht so an. Habe ich da gerade die Scheibe zerschossen? Ja, habe ich, ne? Eisenschaufel. Können wir direkt mal scrappen hier. Ja, bitte. So, jetzt aber erstmal ab nach Hause, bevor wir jetzt noch weitere Zeit verplempern. Ach, guck mal, hier stehen sie auch schon wieder rum. Ja, ohne Arm ist scheiße, ne? Komm, den holen wir auch mit Pfeil und Bogen weg. Ja, ganz toll. Kann ich auch nochmal eben... Oh, kann ich nicht? Scrap-Schlange ist voll. Hm. Macht nichts. Lass mal liegen, tritt sich fest. Ansonsten sehe ich hier erstmal keine weiteren Zombies rumkrauchen. Da hinten ist noch einer. Kriege ich den mit dem Gewehr weg? Ja, ich kriege ihn auf jeden Fall getroffen. Aber wo er weg ist, weiß ich jetzt erst, wenn er aufsteht. Rennt er weg? Ne, er rennt zu mir. Zum Baum, besser gesagt. Dran vorbei oder drüber? Ist das, weil der Kopf so schief dran ist oder was? Er ist tot.
Willst du bitte einfach umkippen? Danke. Ah, das Gewehr hat schon Vorteile. Das ist schon schön. Gebe ich zu. Er ist tot. Da läuft auch noch einer. Falls ich überhaupt hinkomme. So, nochmal schließt aber nicht auf, oder? Ja. Gut. Okay. Erledigt. Gebiet ist wieder sauber. Moment. Da. Mahlzeit. Und ich nehme eine Bandage von hier oben mit. Oh, sehr schön. Mein Essen ist recht gut runtergegangen auf 35 jetzt. Das bedeutet, wir können uns gleich noch ein bisschen Wellness anfuttern. Moment. Meine. Das und das und das lassen wir mal da liegen. Geht das? Ja, es geht. Das erste, was ich gerade sehe, ist Fleisch. Das kann ich wegpacken. Alles andere sehe ich gerade noch nicht. Doch, Kartoffeln kann ich auch wegpacken. Bier. Davon habe ich nur einen einzigen. Ey. Das ist echt eine Rarität mittlerweile. So. Ja, nimm ruhig auf, mein Freund. Ist okay. Ist okay. Wieso habe ich denn das... Achso, das. Ach, ich wollte das scrappen, aber ich hatte ja was in der Scrap-Schlange drin. Ja, stimmt. Deshalb ging das ja nicht. Ah, Stoff zu viel. Egal. Ziehen wir das da runter. So, Thema erledigt. Das sind fast fertige Teile. Hier habe ich noch ein Hunting Rifle, angebrochenes. So, das Ding ist fertig. Wo ist mein. Da. Bringen wir das auch nochmal. So, habe ich die entladen? Ja. Ah, seht ihr, ich hätte. Hätte die 8 Schuss da reinladen können. Dann hätte ich mehr als genügend Platz gehabt. Ich hätte die 8 Schuss noch mitnehmen können. Naja, jetzt ist egal. Da ist noch SMG. Teil. Moment, wieder verklickt. Oh, das ist gut. Den nehmen wir direkt. Und bauen das hier zusammen. Dann haben wir noch ein neues SMG hier. Wird das nicht voll? Komisch. Ich dachte, da reicht ein Repair-Kill, um das Ding voll zu reparieren, aber anscheinend doch nicht. Oh, wieder ein bisschen Geld. So, jetzt mal eben. Das Forged Iron hätte ich auch scrappen können. Wieso habe ich das denn nicht mitgenommen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Vielleicht fällt das auf, aber es liegt am Wetter halt. Das kann ich mit es liegt am Wetter begründen. So, ich lasse mal 2 Minuten einschmelzen. Die Munition behalte ich am Mann, das kommt noch weg. Da oben war noch was fürs Auto und fürs Auto und dann Duct Tape war hier drin. Das auch. Stack. Gläser und die Dinger hier. Shopping Basket muss ich gleich von oben mit runternehmen. Die schmelzen wir ein. Irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwann mal. Schmelzen wir so ein. Ich habe was an. Den Poncho. Das ist sehr gut. Den muss ich, glaube ich, reparieren, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken.
Der dürfte komplett kaputt sein. Das Tanktop ist ja, ist alles kaputt. Oh, macht nichts. Kriegen wir hin. So, das machen wir weg hier. Ach, was haben wir denn da? Ja, guten Tag, die Dame. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe gar keinen keine Nahkampfwaffen ausgerüstet und wollte es nicht mit der Machete machen. Boah, nimmst du halt Pfeil und Bogen, ne? Und dann fällt mir gerade auf, Moment, Nahkampfwaffe ist ja auf Position Nummer 1. Ja, so viel dazu. Oh, guck mal hier. Hier ist noch so ein Lupsi. So, was haben wir hier? Müll. Gut, so, das einmal leer machen. Die Angefangen nehmen wir mit runter. Das nehmen wir mit runter. Die Schaufel auch und das Fleisch. Das restliche Zeug lassen wir hier drin. Fahre ich nur mal einen Meter weiter vor. So, Meter weiter vorgefahren. Allee. Hopp. Passt. Gut. Okay, ihr Lieben, das war die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sind jetzt wieder zu Hause. Mal gucken, was ich morgen mache. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Genießt es. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Wie gesagt, habt einen schönen Tag und das ist nicht alles eingeschmolzen. Zit, 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 zit. Bis dann. Tschüssi.